Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Wir befinden uns hier noch immer auf Datomir. In der letzten Folge hatten wir unseren Order 66 Flashback und haben vor Wut unser Lichtschwert zerdonnert. Wie wir hier sehen, wenn ich schlagen möchte, guckt er nur verwundert sein Schwert an. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wo uns das Ganze hier jetzt weiter hinführt. Nichts. Okay, ich kann damit interagieren und er sagt nichts. Will er, dass ich mich hier hinsetze? Wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Cool. Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Die letzte Aufnahme ist schon wieder ein paar Tage her. Warum leuchtest du? Bietest du dich an? Verlangsamen. Das sind die, die ich, die Leuchten sind die, die ich auch wirklich aktivieren kann, glaube ich, ne? So, was haben wir denn hier? Ein mächtiger Magnet, der Gegner ruckartig in Kells Richtung zieht. Das ist eigentlich voll cool. Halte LT und RT. Echt? Das ist schon verlockend. Ich guck mal, was wir noch machen können. Back. Jetzt haben wir hier Präzisionsausweichen. Wir gönnen uns mal den mächtigen Magnet. Das ist voll nice. Wenn man daran ein Doppel-Y anschließt, dann moscht man, glaube ich, die komplette Truppe weg. Das ist auf jeden Fall nice, wenn du gegen viele Gegner kämpfst. Okay, so, was ist jetzt hier Thema? Die Türe leuchtet grün. Das bedeutet, da müssten wir eigentlich durch können. Aber dürfen wir irgendwie nicht. Oder übersehe ich jetzt irgendwas? Lol. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen? Verloren und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien der Jedi. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren. Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares.
Es gibt viele solche Orte hier auf Dathomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Meryn, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Dathomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Dathomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon Sulanan Demi. Telodiolie. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Dathomir. Bekämpft ihr uns alle. Lauf. Eindringling! Wer ist Beinarbeit, hast du nicht drauf? Stimmt ja, wir haben ja gar kein Lichtschwert mehr. Nein, lass mich gehen. Ich muss weg. Okay, wir sind da in einen Konflikt geraten, in dem wir eigentlich irgendwie gar nicht sein wollten. Wo muss ich lang? Geh durch. Au. Oh, ungünstig. Die Mantis darf klar machen. Was ist los? Hier hat eine Untoteffekt. Die verfolgt mich. Oh, oh, und du führst sie hierher? Captain, Start klar machen. Von hier. Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum. Weg hier. Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister T'Pol, es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl. Alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen.
Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Cal, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Lange her, dass ich hier gewesen bin. Du weißt, es kamen viele Jedi nach Illum, um ihren Kyberkristall zu finden. Ich erinnere mich. Meister Yoda hatte uns zum Eingang geführt, aber danach waren wir auf uns gestellt. Daran war ich zwar gewohnt, aber es machte die Herausforderung nicht einfacher. Meine Ausbildung folgte strikten Protokollen. Auf alles vorbereitet, dachte ich. Vielleicht war das die Lektion, Cal. Du kannst nicht alles wissen, aber darauf vertrauen, mit allem fertig zu werden, was dir begegnet. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier, um unser neues Lichtschwert zu bauen. Das müssen wir jetzt erstmal alles ein bisschen Revue passieren lassen, was hier passiert ist. Der uns da auf Datumir begegnet ist, das war scheinbar auch mal ein Jedi. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob er jetzt wirklich der dunklen Seite angehörte. Weil er meinte ja, täte er nicht, weil es gibt ja die Jedi, die dunkle Seite. Und es gibt auch noch so einen grauen Stand irgendwie, dass man so nicht wirklich nichts von beidem ist. Wobei er jetzt schon eher nach dunkler Seite aussah. Kriege ich hier irgendwie Infos über den Planet? Ne, ich muss hier erstmal runter. Okay, ich hätte mir jetzt gerne ein paar Infos angeschaut, aber... Das hier sieht auf jeden Fall nach einem Eisplaneten aus. Okay, wir haben noch immer keinen Zugriff auf unser Schwert. Ich dachte, sie hätte uns gerade ein Schwert gegeben, aber... Okay, zwei Wege.
Jünglinge, die Zeit der Versammlung ist gekommen. Setzt euer Können klug ein. Okay, der Weg hat uns nur zu einer Machtessenz geführt. Das ist der Jedi-Tempel. Es ist eine Weile her. Aber ja, ich erinnere mich. Jeder Jedi kommt als Kind hier. Also, kam hierher, als es noch Jedi gab. Oha, der Wind. Okay, springen sollten wir hier nicht. Okay, ein Jedi-Tempel. Ich bin gespannt, was da drin auf uns warten wird. Das sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Schlimmste Blizzard meines Lebens. Der Sturm, der Tempel. Alles scheint miteinander verbunden. Zum Glück haben wir unsere Klauen noch, sonst wäre das hier nicht machbar, denke ich. Und auch so ist es relativ riskant. Sehr gut. Ein Versammlungsraum. So, der Versammlungsraum befindet sich am Eingang zu den Kristallhöhlen. Jedi-Meister beachten Jünglinge an diesen primär als Treffpunkt genutzten Ort, um sie anzuleiten und mit ihnen zu meditieren, ehe sie sich auf die Suche nach Cyberkristallen begaben. Okay, verstehe ich. Kann ich das hier einhängen? Kann ich das hier nicht irgendwie ranbringen? Ah doch, interagieren, okay. Mal schauen, es ging auf jeden Fall noch weiter hoch hier hinten, glaube ich, ne? Aber wir sind jetzt irgendwie erstmal hier gelandet. Ist jetzt natürlich die Frage, welches ist der Main-Weg? Soll man hier lang oder soll man weiter hoch? Eins von beiden muss wohl irgendwie Secret sein. Großer Jedi meditierte hier.
Er kehrte an wichtige Orte zurück und sinniert über seine Abenteuer und nicht viel zu sehen, richtig? So, Meister Marty Cameron. Ein Denkmal an einer Meditationsstätte, die häufig vom ehrwürdigen Jedi-Meister Marty Bucky Cameron, also nennen wir ihn einfach Bucky, besucht wurde. Dieser kehrte im Laufe seines Lebens viele Male hierher zurück, um seine Abenteuer und Erfolge, zu erinnern. Okay. Ah, hier kommen wir durch, wenn wir unser Schwert haben. Früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Ein Verstärkungsfenster. Also ich lese ja nicht alle dieser Texte vor, nur die ich jetzt, wo ich jetzt denke, die sind wichtig. Das ist eine Abkürzung. Ah, okay. Also hiermit lassen wir das Licht rein. Und die Wärme. Bedeutet, wir müssen den da zuerst. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Und das heißt, wir müssen. Mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Ich wette, das können wir auch. Genau, wir müssen den irgendwie in Position bringen. Lichtverstärkende Kristalle. Die bündeln die Hitze und bringen Eis zum Schmelzen. Okay. Ja gut, hier kommen wir jetzt erstmal nicht lang. Dann schwingen wir mal zurück. Na, noch brauchen wir keinen Hinweis. Okay. Damit können wir die Position ändern. Oh. Nein. Okay, das Teil müssen wir wohl von oben greifen. Hey, was siehst du denn da? Irgendwas findet man immer. Ich höre dich, BD. Jedi Geräte. Zeig mal. Statue eines Jedi-Meisters. Mhm. Das hat noch keinen Einfluss. Ach, schau mal, hiermit können wir den auch offen halten. So, Moment, wo war... War das hier unsere einzige Lichtsäule, die wir hatten? Irgendwie kommt mir das vor, als wären wir eben eine Ebene höher gewesen, aber da ist nichts, ne? Ah, doch, da waren wir eben. Kommen wir da wieder hoch? Hm, sieht nicht so aus.
So, was passiert denn, wenn ich dich hier reinbaue? Okay, es passiert gar nichts. Okay, ich weiß nicht so ganz weiter. Vielleicht müssen wir es doch anders angehen. Und zwar den hier reinhängen. Und dann den hier unten irgendwie... Nee, da passiert gar nichts mit dem Stein, okay. So, kann ich die nicht? Okay, ich habe aber einfach null Einfluss darauf. Hey, bin ich jetzt zu blöd für das Rätsel? Zurück zum Fenster, das Licht reinlassen. Du hast recht. Die andere Eiswand ist im Weg. Ach, da oben. Aber wie komme ich denn da hoch? Also ich müsste irgendwie diese Eiswand da unten schmelzen lassen, okay. Weil dann komme ich zurück nach da oben, kann da aufmachen. Aber wie bekomme ich das Licht da runtergebrochen? Ach, jetzt kann ich das ziehen, okay. Sehr merkwürdig. Okay, jetzt passt die Position von dem Teil nicht so ganz. Ah, ich verstehe, glaube ich. Zumindest was Sache ist. Und zwar hake ich den jetzt hier rein. Und jetzt müsste das doch eigentlich funktionieren, wenn ich da irgendwie hochkomme. Scheiße. Okay, ich komme hier hin. Das ist klar. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, wie wir das angehen müssen. Ich nutze das hier, um darüber zu springen. Dann hole ich die Säule ran. Hol das Teil hier ran. Klippe es hier rein.
Jetzt muss ich das, glaube ich, rüberschieben. Und dann kann ich hier hochgehen. Und dann hoffe ich, dass das passt, wenn ich hier das öffne. Ja, das sieht gut aus. Okay, was haben wir hier? Ach, eine Meditationsstelle. Okay, wir haben wohl keine andere Wahl, als hier ins kühle Nass zu springen. Was sind das hier für Stellen? Ach, wir hatten eh so ein Tauchgerät, ne? Wir mussten uns hier gar keinen Stress um Sauerstoff oder so machen. Was hast du da? Mal wieder den typischen Bug, dass BD da gar nicht reingeht, wo er eigentlich reingehen sollte. Komme ich hierher? Ich habe gerade absolut keine Orientierung mehr. Nein, hier komme ich nicht her. Aber hier ist die Main Story Quest, der Main Story Part. Dann gehen wir hier auf jeden Fall nochmal schauen, also unten rechts. Da gibt es bestimmt noch was wir finden können. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. Aus den Rissen unter Wasser drängt Hitze. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Der Kristall? Jedi können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Geoden. Das sind doch so Edelstein-Dinger, oder? Ja, Kristalle. Top. Geoden kenne ich noch aus Stardew Valley. Stimmt. Stardew Valley, da hat man die schon mal gefunden. Alles in Ordnung. Oh. Alles in Ordnung. Da bin ich aber skeptisch. Naja, was soll schon schief gehen? Okay, wir müssen hier wohl den langen Weg nehmen. Nein! Der ist automatisch abgesprungen. Sehr merkwürdig. Wow! Echt knapp! Ja. Der Ruf wird stärker. Beeilung! Ich beeile mich ja schon. Erst nochmal saven.
Okay, was haben wir hier unten? What? Hey, BD. Ja. Ja, ich bin okay. BD? Ich frag nur. Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein. Geht es nicht. Es ist schwer, hier zu sein. Danke dir. Das sind sie. Wir haben die uns gefunden. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht mehr alleine hier. Am besten schauen wir, dass wir erstmal Richtung Kristall kommen, dass wir unser Lichtschwert fixen können. Nein! Halte ich daran fest. Oh Mann. Okay. Wo sahst du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Nein, was war? Okay, der Umweg war nur für Lebensessenz. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben ein Problem. In den Höhlen sind Suchdroiden. Die können uns doch keinen Tracker verpasst haben. Aber Triller hat schließlich auch deinen Funk gehackt. Grace und ich durchsuchen die Mantis. Danke. Ich komme, sobald ich meinen Kristall habe. Du bist angreifbar da draußen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Ich versuch's. Und jetzt? Okay, habe ich mir nur einen neuen Weg in diese Richtung eröffnet, scheinbar. Wir müssen halt möglichst schnell unser Lichtschwert zurückbekommen, weil ansonsten ist das echt scheiße mit den... Ich sehe sein Licht. Mit den Druiden hier. Na, da kommen wir ohne Schwert nicht lang.
hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Bitte, komm bloß nicht näher! Bitte! Ja! Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD-1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen.
Maripol. Alter Freund. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Oh, der kleine süße WD1. Dein Lieber. Okay, der Kristall sieht ein bisschen fertig aus. Oh. Jetzt können wir uns hier eine neue Farbe aussuchen, die unser erstes wirklich eigenes Schwert haben soll. Violett, blau, grün. So goldenmäßig, leicht rötlich. Eigentlich bin ich immer ein riesen Fan von grünen Schwertern. Allerdings hätte so eine Farbe auch was, ne? Ich glaube, ich kann dem Grün nicht widerstehen. Ich bleib mal bei grün. Ganz langweilig, aber was soll's. Bastle ich jetzt zwei Schwerter, dann kann ich hier nachher beidhändig kämpfen. Voll nice! So, also den Single Mode, den Dual Mode hier. Hey BD, mir geht's nicht gut, Kumpel. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Viel besser, BD. Okay, aber dieses Teilen ist auch tatsächlich nur ein spezifischer Angriff. Und zwar, wenn ich Kontern drücke und dann X. Okay, ja, okay, ich verstehe. Aber sehr nice. Bedenke, Padawan. Du wählst deinen Kristall nicht, er wählt dich. Okay, wir haben es geschafft, unser Lichtschwert wiederherzustellen. Wir haben einen ordentlichen Sprung gemacht. Anfang der Folge waren wir ja noch auf Datumir. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal an, ob wir hier unversehrt von dem Planeten runterkommen. Weil das Imperium hat uns ja schon aufgelauert. Und
Ich hoffe, dass sie uns hier nicht zu viel Ärger machen, aber wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.